Er sagt, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda. Lerne Allah kennen, solange du sorglos bist, dann kennt er dich in der Not. Was heißt das, Allah Ta'ala kennenzulernen? Ist denn nicht jeder, der seine Existenz, seine Rububiyya, seine Namen und Eigenschaften anerkennt, kennt er nicht Allah Ta'ala? Hiermit ist nicht diese allgemeine Kenntnis gemeint. Es ist eigentlich, wir kennen das auch aus unserem Sprachgebrauch. Die Ulama sagen, es gibt eine allgemeine Kenntnis, die betrifft jeden, der diese eben genannten Elemente akzeptiert und bestätigt. Und es gibt eine persönliche Kenntnis oder eine spezifische Kenntnis. Diese Kenntnis drückt Geselligkeit aus, in Form von Geselligkeit, von Geborgenheit. Geborgenheit in der Ibadah Allah Ta'alas, Zuwidmung, dauernde Zuwidmung. Das ist wie wenn du, wir sagen das auch in unserer Sprache, ich kenne so und so. Damit meinst du nicht, dass du ihn einfach nur vom Sehen und Hören kennst, sondern manchmal meint man damit, dass ich eine persönlichere Beziehung zu ihm habe. Innigere Beziehungen. Und das ist mit dem Kennen hier gemeint. Eine innigere Form des Kennens, die sich ausdrückt die sich ausdrückt durch die Ibadah, durch die Geselligkeit und Geborgenheit. Tamam? Das ist hiermit gemeint. Und ebenso die Kenntnis Allah Ta'ala um seine Diener. Er sagt ja, was sagt er hier? Er sagt, ta'arraf ila Allah fi shidda ya'rifka. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda. Allah wird dich in der Shidda, das heißt in Not oder in Bedrängnis, in Zeiten der Bedrängnis kennen. Was ist hiermit gemeint? Kennen, yani er wird Wissen um dich haben oder über dich haben. Das ist ja allgemein so. Auch hier ist eine spezifische Form des Kennens gemeint. Und zwar wie bei der Ma'iyya, die wir erwähnt haben, mit Harun und Musa. Das Mitsein im Sinne der Mahabba, der Liebe, im Sinne der Erhörung, im Sinne der Nähe und so weiter. Auch das ist hier so gemeint.